Ja, Freunde, ist alles 17. Herzlich willkommen hier zurück bei meinem Landwirtschaft 4.0 Projekt auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. Wir beobachten hier noch ein wenig die kleine Sämaschine, die kleine Höhe. Hier geht das Saatgut aus. Der Kollege ist immer noch mit Curseplay unterwegs. Also, eine Rutsche übers Feld ist, naja, mehr als das kleine Ding hier fassen kann. Was ein wenig schade ist. Weil ich dann noch nicht weiß, wie das werden soll, wenn wir größere Felder bestellen. So, machen wir hier mal Curseplay im Grunde auf. Weil dann können wir hier... Oh, er hat nicht mehr viel, er hat noch 440 Punkte. 440 Abfahrpunkte. Also der Großteil des Feldes ist wirklich beschafft. Oh. Aber manchmal soll es halt nicht so sein. Wenn der Kollege jetzt da hinten ist. Ja, ich muss mir mal den Kurs generell anzeigen. Komm, reich bitte bis auf den letzten Tropfen hier vorne hin. So, dann sagen wir jetzt gleich, wenn er nämlich gewendet hat, Abfahrer entlassen. Und dann geben wir ihm nämlich als nächstes seinen Punkt. Also den aktuellen Punkt, den er einnehmen soll. So, gucken wir, dass er das eben fertig kriegt, seine Sachen leer bekommt. Bäm. Abfahrer entlassen. Wir merken uns mal den aktuellen Wegpunkt. So. Und wir können jetzt einfach mal ganz unverschämt hier rüber heizen. Füllen hier mal oben den Dünger auf. Weit kommen werden wir damit, glaube ich, nicht. Ja, wir sollten 58%. Wir sollten generell gucken, dass wir die Düngeproduktion oder die Saatgutproduktion zum Laufen kriegen. Deswegen. So, End zumachen, wir starten Curseplay, Abfahrer einstellen, ab aktuellen Punkt. Nächst passender Wegpunkt. Und damit ist der Kollege wieder on the road. So, der bleibt da stehen, der bleibt da auch noch stehen. Genau, ich habe mich kurz umgesetzt Richtung Kompost, um auch hier im Kurs Kompost, Hoflager, ja, also
Dieselproduktion Kompost. Aber bevor wir hier das Ganze machen, gucken wir einfach mal, wie sieht es denn um die Dieselproduktion aus? So, wir haben 8250 Diesel, das ist noch nicht viel, aber wir haben noch 36250 Raps drin. Ja. Deswegen, zack. Muss ich so stehen? Muss ich denn stehen? Okay, falscher Trigger. Genau. So, Rechtsklick. Kursaufzeichnung beginnen. Hier müssen wir etwas ausholen. Und schräg durchfahren. Und auch ein bisschen länger so ausholen, genau. Dann kommen wir wieder zurück auf unsere Spur. Ja, warum mache ich das eigentlich alles ins Hoflager und dann verteilen? Weil es logistisch einfach viel geiler ist. Ich kann das viel einfacher automatisieren. Ich kann nämlich alles mit einem Fahrer aus dem Hoflager immer irgendwo hinschicken. Und ich hole mir auch mit einem anderen Fahrer, hole ich mir halt alles immer wieder, ja, oder mit den einzelnen Abfahrern, ist ja eigentlich egal, hole ich, ja, einen Abfahrer reicht eigentlich, hole ich mir auch die Sachen immer schön wieder zum Hof hin. Machen wir heute hier mit dem Kompost mal eine große Runde. Die finde ich nämlich viel taktischer, die Runde hier. Auch wenn hier mehr Kurven sind und ich mehr klickern muss hier mit meiner Tastatur. Ist der Weg hier doch einfach viel, viel besser. So, auch wenn wir jetzt hier hoch müssen, schön ausholen, genau, nicht die Kurve schneiden. Ja, ich werde mir auf jeden Fall einen Abfahrer oder einen Sammler holen, der ja, so 21.000 ungefähr immer transportiert. Das reicht eigentlich so im Grunde immer, um die Sachen dann abzuholen, weil dann kann er einfach mehrfach fahren. So, fahren wir hier unten mal rein. Halten uns auch schön rechts. So, und dann fahren wir jetzt hier einen schönen Bogen. So. Damit auch jedes Gespann quasi gerade kommt. So. Abladen. Jetzt ist die Frage. Fahre ich geradeaus durch? Oder wie fahre ich? Ja, ich fahre geradeaus durch, weil dann habe ich keine Probleme mit der Kurve und. Dann fahren wir hier ein Stückchen rechts. So, machen wir hier mal ein bisschen langsamer. Fahren wir hier schön langsam und außen. Nein.
Ich weiß, dass ich auch zurücksetzen kann und den Kurs oder bis ich dahin die Punkte wieder lösche, aber... Nö. Ich fahre die hinterher lieber nochmal richtig sauber ein, anstatt jetzt hier so einen Hickhack mit dem Kurs löschen zu machen und so. Weil momentan ist kein Verkehr an. Und damit ist alles gut. Oh, da stehen zwei Paletten auf der Trigger. Das ist gut. So, und hier links abbiegen. So, was ich natürlich nicht automatisieren werde, oder was ich nicht automatisieren kann, ist das Abholen von Paletten. Das ist einfach zu speziell, da muss man einfach zu sehr gucken, wie man rangiert und das werde ich nicht hinkriegen. So, Brauerei. Machen wir hier mal ein bisschen langsamer. So, holen hier schon mal aus und... stechen dann hier so rein und so rum, dass wir dann hier einen Stopppunkt haben. Und das Ganze nenne ich Dieselkompost zu Hof. Und den möchte ich gerne auch einsortieren, und zwar in Überführung. Flupp, und dann haben wir schon den zweiten jetzt zum Hof. Kurs rausschmeißen, löschen. Alles gut. So, nur noch 36 Hopfen schon wieder in dem Kollegen drin. So langsam brauche ich auch mal ein Fässchen. Hier unsere wunderbare Kartoffelwaschanlage. Da brauchen wir ja noch Speiseöl für und... Hier sind so viele Felder, die ich mir jetzt am liebsten gerade kaufen würde, aber ich habe einfach noch keine Kohle. Für 13.000 ist nicht viel. Aber ich kann ja jetzt fahren wie die Sau, weil ich habe ja kein Curseplay drin. Bremst hier so einen Pöller umnieten. Aber der Kollege scheint gerade fast fertig zu sein. 36% hat er noch drin. Letzte Bahn müsste er ja gerade ziehen. Die Stellen an den Ecken, die lasse ich so offen. Ja, da hinten fährt er mit der letzten Bahn. So, der Kollege kommt hier rum. Und nimmt einfach mal hier drunter Platz. Bei Bam Hof Mehlfabrik. Den laden wir mal bitte. Zack. Und das bitte... einmal, und du bringst bitte
Strohgras, Heu, TCM, Erde, Sand, Hafer, Roggen. Du bringst da Weizen hin und Abfahrt einstellen. So, der Kollege ist hier jetzt. Ja, der ist schon durch. Hat eine falsche Arbeitsbreite berechnet gehabt. Kommt vor. So. Wer zieht da noch? Abfahrer ist fertig. Dann Abfahrer entlassen. Kurs kannst du löschen. Schmeißen wir raus. So. Gucken wir eben nochmal hier, dass sie dich auffüllen. Und zwar kriegst du Saatgut. Kaufen wir 1. Kaufen wir 2. Kaufen wir mal 3, weil Mineraldünger stehen da ja noch. Rein. So, das reicht dann auch. Wir gucken mal, der Kollege fährt hier noch schön rum. Der ist noch nicht da, dann können wir den hier eben wieder nach Hause bringen. Und dann kann eigentlich das Zeitspulen schon losgehen. Dann stellen wir das Ganze mal auf 120. Dann haben wir auch natürlich auch eine höhere Produktion von allen Sachen. Aber es sollte uns ja generell erstmal nicht stören. So. Zack. Flupp. Dich stellen wir auch daneben. Und gucken dem Kollegen zu, wie er jetzt hier rumbackt. Aber das Weizen ganz sauber wegbringt, steigen wir hier mal aus. So, da sind noch 20.000 drin, da sind 41.000 drin. 3 Paletten, hier schon eine. Ja, das mit dem Zeitvorspulen ist schon eine schicke Sache. So, nicht Gewächshaus. Hier. Holzverarbeitung besuchen. So, ich habe noch 128.000 Holz hier drin. Aber hier. Holz in der Hackschnitzelfabrik ist leer, aber 110.000 Hackschnitzel. Palettenproduktion geht voran. Hier wird gut produziert. Was will ich denn mehr? Wie viel hast du noch? 15.000. Aber der Spawner hier vorne steht schon voll. So, liebe Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ihr beim LS17 bei mir mit dem Landwirtschafts 4.0 Projekt. Bis dahin, euer Patrick. Ciao, ciao.